Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ja, man hat ja gerade noch gesehen, ich hatte in der Aufnahmepause einen kleinen Kampf mit einem Bär, der angelatscht kam, einfach mal so. Aber er hat leider den Kürzeren gezogen, beziehungsweise das heißt leider, er hat zum Glück den Kürzeren gezogen. Ja, und ansonsten können wir jetzt direkt weiter an der Küste entlang gehen. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich jetzt als nächstes vorgehen werde. Die Küste, wie gesagt, ist sicherlich eine Option. Die scheint noch relativ einfach zu sein vom Level her, also hier ist die Scherbe, okay. Sie sollte für mich machbar sein. Hier gibt es aber viele schwarzen Lotus, also das ist echt Wahnsinn. Oh, und da hinten ist ein Lager, das hätte ich fast übersehen. Wo gibt es denn hier so viele schwarzen Lotus? Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass es etwas seltener ist, aber dem ist wohl irgendwie nicht so. Oder ich habe einfach wahnsinnig Glück. Wobei, es glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ominös. Na ja, gut, wir beobachten das mal. Da oben ist schon wieder ein NPC. Ich habe auch eine Patrouille insgesamt gesehen. So, hier haben wir ein kleines Lager. Mit ein bisschen Loot. Mal gespannt, was das hier für ein Dingenskirchen ist, hier so für eine Höhle. Schon sehr ominös, dass sie so beleuchtet ist, und da scheint definitiv auch irgendwas drin zu sein. Hier geht's irgendwie nicht rein. Schade. Ja gut, ich denke mal, da ist mit Sicherheit irgendwie später noch eine Option, um die Tür zu öffnen. Ja, ich gehe jetzt mal hier hoch. In die Berge, denn an der Küste geht's offensichtlich erstmal nicht weiter. Oh, schön, eine coole Statue da oben. Aber hier sieht es auch nicht so aus, wenn man weiter Richtung, ist denn das hier, ja, Richtung Nordwesten könnte. Also kann mir nicht vorstellen, dass ich hier über die Berge irgendwie rüberkomme, denn das scheint mir zu hoch zu sein. Und das ist hier verschüttet, okay. Nee, ich glaube, da geht es auch nicht hoch. Vielleicht bin ich jetzt tatsächlich fürs Erste an die Grenzen der Karte gestoßen. Denn die Bereiche haben natürlich auch unterschiedliche Level. Also da gibt es unterschiedliche Levelbereiche in den Karten. Und vielleicht ist jetzt tatsächlich der Part, wo ich erstmal nicht weiterkomme. Dass ich einmal ganz außen rum muss oder sowas, keine Ahnung. Hinter der Bergkette lang, durchaus im Bereich des Möglichen. Was haben wir denn hier? Rotes Tuch? Rotes Tuch? Okay, das ist tatsächlich schon die neue Quest. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier insgesamt gesehen zu dieser Karte gehört, aber ich glaube schon. Also, sonst wäre das ja hier nicht zu sehen. Oh, was haben wir hier Schönes? Sommerstein.
Ich hätte mir gewünscht, dass hier auf der Karte insgesamt die Laufwege ein bisschen besser eingezeichnet sind. Also man muss hier wirklich in kleinsten Ecken reinkriechen, um zu schauen, ob man da wirklich lang kommt. Also hier hoch zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube zumindest nicht, dass es hier oben weitergeht. Denn irgendwie sieht das halt auch nicht so aus, ob man da so einfach hochkommen würde. Wobei das ja meistens immer der falsche Denkansatz ist. Ne? Also wenn man gerade glaubt, man kommt irgendwo nicht weiter und bricht dann die Suche ab, gerade dann befindet sich mit Sicherheit irgendwas in den Gegenden, wo man hin muss. Mir scheint es tatsächlich einen Weg in die Berge hochzugeben. Oder auch nicht. Also ich hätte es gedacht, dass man irgendwie weiter nach Süden kommt, aber irgendwie scheint hier im Süden Schluss zu sein. Also an der Bergkette führt offensichtlich erstmal kein Weg dran vorbei. Falls wir nicht irgendwie uns überlegen, dass wir eine Höhle finden, die unten drunter durchführt oder einen Bergpfad, dürfte es wohl nicht drüber gehen. Oh, Westkante. So, hier haben wir Wächter an der Küste. Wir gehen aber erstmal zu der Scherbe. Und danach können wir den Hinweisen auf die grauen Wächter nachgehen. Wo ist denn jetzt hier die Markierung? Ich sehe sie gerade aktuell nicht. Oh, hier blinkt was. Ach, das ist wahrscheinlich hier das Zeug für die grauen Wächter. Wer bist du denn? Oder was seid ihr denn? Warum steht denn hier auf einmal rum in der Kiste? Ja, wir holen mal kurz die Scherbe. Ah, schöner Ausblick. Wir waren hier recht erfolgreich. Ah, hier, okay. Ich dachte, ich wäre oben drauf irgendwo. So, was haben wir denn hier? Tagebuch eines grauen Wächters. Wir haben das Gebiet abgesucht, aber nichts gefunden. Wenn er hier war, dann schon vor längerer Zeit. Die Fischer hier sind sehr freundlich. Sie erinnern sich noch daran, wie die grauen Wächter während der letzten Verderbnis für Ferelden gekämpft haben. Und obwohl sie nur wenig hatten, haben sie ihren Fang mit uns geteilt und uns das beste Mahl der letzten Wochen zubereitet. Als sie sahen, dass ich die anderen Wächter befehlige, haben sie mir sogar gehorcht und es gibt selbst in Ferelden nur wenige, die beim Anblick eines Elfen, der Menschen kommandiert, nicht stutzen. Wirklich freundliche Leute. Ich hoffe, sie finden nach allem, was das Land in den letzten Jahren durchmachen musste, ein wenig Frieden. Ja, das hoffe ich tatsächlich auch, aber es wird wahrscheinlich noch eine ganze Ecke dauern. Denn der Krieg, der hier gerade aktuell im Gange ist, scheint nicht irgendwie in den nächsten Tagen zu Ende zu sein. Wo sind wir denn hier schon wieder? Da kommt irgendwas angelatscht. Huch. Einer weniger! Okay.
Wie jetzt mal kein Bärenfell? Unglaublich. So, hier oben haben wir noch einen nächsten Hinweis nach einem grauen Wächter. Den holen wir uns mal eben. Moment, erstmal haben wir hier vorne noch eine Bretterbude, beziehungsweise das, was dran übrig ist. Tagebuch eines grauen Wächters. Immer noch keine Spur von ihm, obwohl ich die dunkle Brut im Boden unter uns schon spüren kann. Wartet er vielleicht in ihrer Nähe und bereitet sich auf einen ehrenvollen Tod vor? Ich bezweifle es zwar, aber es ist bisher unsere einzige Spur. Angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, scheint mir unser Vorhaben langsam ein sinnloses Unterfangen zu sein. Wir haben gesehen, wie Banditen die Fischer bedrängt haben und sind eingeschritten. Die Fischer haben es uns gedankt, obgleich ich befürchte, dass die Banditen in größerer Zahl zurückkehren werden. Und wir werden nicht immer zur Stelle sein, um zu helfen. Zumindest sind die Leute sicher, solange wir hier sind. Die Träume kommen weiterhin jede Nacht. Wir können kaum noch schlafen, aber wir müssen standhaft bleiben. Hoffentlich haben die anderen bis zu unserer Rückkehr eine Lösung gefunden. Bis dahin singe ich für mich selbst das Lied von Andruil, um einen möglichst klaren Kopf zu behalten. Das war ein Lager der Wächter. Okay, wir haben mal wieder eine neue Flasche gefunden. Ja, dieser Questmarker mal wieder etwas daneben. So, ich würde sagen, wir bleiben mal hier am rechten Rand an der Gebirgskante. Huch, wer bist du denn? Ich bin ein Hund. Man sieht, ich bin demnächst auch schon dem Levelaufstieg wieder etwas näher. Beziehungsweise ich bin überhaupt etwas näher und wir haben demnächst Levelaufstieg so rum. Wird ein Schub raus. Namen verdankt, werden durch die Risse nur noch verstärkt. So, einmal hier am Rand lang. So, hier haben wir mal wieder ein Buch. An der Sturmküste gefundenes Tagebuch. Ausschnitt aus einem Tagebuch, das in einem Lager an der Sturmküste gefunden wurde. Ich trage immer noch die Narben seines Zorns, aber den Klingen in unserer Vergangenheit ziemlich einerlei. Ach nee, Moment. Aber den Klingen ist unsere Vergangenheit ziemlich einerlei. So wie Trephir seinem Meister diente und Hesarian den Erbauert hörte, so können die Niedrigsten und Verlorensten ihren Weg finden. Für uns wird gesorgt werden, solange wir den Glauben nicht verlieren, zumindest sagt das Ivor immer. Na, ob Ivor da recht hat? Klingt ja wie irgendeine Sekte, irgendein Kult. Mit absoluter Hörigkeit. Und sowas kann ja nie gut sein.
Uiuiui, es geht ziemlich weit in Richtung Osten rüber. Deswegen mache ich mal einen Abstecher hier einmal quer durchs Gebiet durch, denn ich war auf dem richtigen Weg, ja, ungefähr. Ein Stück mehr in die Richtung. Dass wir den Bereich in der Mitte mal ein bisschen aufdecken, denn ich gehe mal davon aus, dass da noch irgendwas zu finden ist. Und ich finde das Schwert von Cassandra immer noch extrem, naja, merkwürdig. Trifft es nicht mal ansatzweise, denn das kann ja nicht stabil sein, diese paar Klingen da mit den Schnitzen. Naja, so langsam mitten auf den Schaden macht, ist mir das eigentlich Wurst. Mal schön auf die Mappe hauen. Aber hier sieht es zumindest auch erstmal nicht so aus, als wenn es hier was geben würde. Ich hoffe, richtig. Ja. Okay, ja, dann haben wir jetzt hier. Den Bereich. Dann können wir wieder in Richtung Bergkette zurückwandern. Und von dort aus dann weiter langlaufen. Dass wir im Prinzip einmal schön den Rand der Karte abklappern und von dort aus dann den Rest erforschen können. Denk mal, so sollten wir auf alle Fälle auf dem sicheren Weg sein, dass wir nichts übersehen oder wenig übersehen, sagen wir mal so. Es gibt mit Sicherheit irgendwie kleine versteckte Nischen oder sowas, die man mal übersehen kann beim Durchlaufen. Denn das Gebiet ist auch relativ unübersichtlich. Und wieder eine ganze Menge Text, lese ich nicht vor. Könnt ihr wieder eine Aufnahme pausieren. Oh, hier führt tatsächlich mal einen Weg nach oben. Ach nee, okay, ist immer noch das gleiche Gebiet. Warum habe ich den eigentlich von der anderen Seite nicht gesehen? Merkwürdig. Naja, gut. Ich mache erstmal an dieser Stelle ein kleines Päuschen. Die Helden sind etwas erschöpft und brauchen ein kleines Picknick. Während die sich ausruhen, ja, werden wir auch mal eine kleine Pause selber machen. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für Likes, für Kommentare und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao, ciao.